in Hamburg heute die Saxophonistin Stefanie Lottermoser. Hallo nach Hamburg. Hallo. Genau, als erste Frage, man verabschiedet sich heutzutage immer mit bleib gesund. Deswegen als erstes die Einstiegsfrage, wie geht's? Mir geht es gesundheitlich soweit sehr gut, zum Glück, um Gottes Willen. Ich bin gesund, meine Familie ist gesund, alle achten auf sich. Meine Eltern leben zum Glück auf dem Land und da bin ich ganz beruhigt. Und klar, ich hatte auch wie jeder schon Bekannte und Freunde, die schon betroffen waren, unterschiedlich schwer, aber es sind zum Glück derzeit alle okay. Ansonsten, klar, geht es dir wahrscheinlich nicht anders als vielen anderen Menschen momentan. Viel Homeoffice, viele Skype-Interviews, viele Konferenzen über Telefon, über Videochats. Wie fühlt sich das an, dieses, ja, ich nenne es mal eingesperrt sein und ja, zur Untätigkeit verdammt zu sein? Es ist tatsächlich so für mich, als würde ich im Moment nur noch einen Teil von meiner regulären Arbeit weitermachen. Also natürlich fallen alle Live-Auftritte weg, wie auch bei all meinen Kollegen für Monate. Der ganze andere Teil besteht ja auch sonst sehr viel in Homeoffice. Also ich meine, auch sonst sitze ich wahnsinnig viel am Computer, schreibe viele E-Mails, ich übe sehr viel, ich komponiere sehr viel. Und das mache ich auch nach wie vor. Also für mich ist es jetzt quasi so, dass die Hälfte meiner Arbeit findet nach wie vor statt, auch wenn natürlich andere Planungsvorgänge stattfinden, weil der ganze Konzertbetrieb sich ja jetzt sehr weit nach hinten verlagert und man da jetzt anders damit hantieren muss. Aber an sich ist, glaube ich, das Homeoffice an sich für viele Musiker nicht das Neue, weil das machen wir ja sowieso die ganze Zeit. Aber natürlich der Teil, auf den man sich, sage ich mal, am meisten freut, auf der Bühne zu stehen und eben mit der Band unterwegs zu sein, mit dem Publikum in Kontakt zu sein, der fällt leider gerade weg. Viele Musiker ja, weichen jetzt natürlich online aus, weil sie es nicht anders machen können, weil es nicht anders geht, logischerweise. Und du hast, ich weiß nicht ganz genau, vor dem Wochenende, am Freitag war es, glaube ich, ein Facebook-Posting sozusagen abgesetzt, wo du ja, die Praxis in Frage gestellt hast, Ja. dass alle Leute ja, meinen, sie müssten jetzt Gratiskonzerte machen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz für die Zuschauer, Zuhörer erläutern, was du in diesem Posting ja, gesagt und geschrieben hast. Ich habe in diesem Posting gesagt, dass ich darum bitte, sich zu überlegen, in welcher Form man digital stattfinden möchte, oder das war das, was ich anregen wollte. Das ist natürlich auch unterschiedlich verstanden und interpretiert worden. Der Post ging dahingehend, dass ich eigentlich mehr zu mehr Medienrezeption anregen wollte in Bezug auf Facebook und Streaming und digitale Medien, und dass ich auch sehr viel Kontakt natürlich auch in den letzten Wochen schon mit anderen Musikern hatten, mit Leuten in den unterschiedlichsten musikalischen Bereichen. Und die auch unterschiedlich viel live unterwegs sind. Und da sind natürlich sehr viele im Moment sehr verzweifelt, sehr irritiert, schwimmen total und sehen dann natürlich, okay, das ganze Digitale ist da. Manche sagen, ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Vielleicht ist es jetzt eine Chance, ich gucke mir das mal an. Andere sagen, okay, krass, alle Leute sind gerade online. Ich muss jetzt unbedingt was posten, damit die Leute sehen, dass ich da bin. Und manche haben mich auch einfach gefragt, sag mal, muss ich das jetzt machen? Weil ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr da, wenn ich nicht auch daran teilnehme. Aber eigentlich, entweder ich weiß viel zu wenig darüber, ich traue mich nicht, ich will das gar nicht, ich will das erstmal ausprobieren. Und da ist sehr große, die Meinungen gehen sehr weit auseinander darüber. Und ich habe natürlich zu allem gesagt, du musst überhaupt nichts machen. Wenn du nichts posten willst, musst du natürlich nichts posten. Ich glaube jetzt nicht, dass wir 10 Jahre nicht mehr das Haus verlassen dürfen. Und ich meine, ein paar Monate, es ist ja auch nicht so, dass normalerweise Musiker 365 Tage im Jahr auf Tour sind. Wir Ja. sind vielleicht mal jetzt zum Beispiel als Beispiel die Tour von Wolfgang Haffner, der wäre jetzt gerade aktuell auf Tour, ich glaube mehrere Wochen, die ist jetzt auf nächstes Jahr verlegt worden. Die Leute werden ihn nicht vergessen in den nächsten 7 Monaten. Und ich glaube, man muss da vielleicht manchmal ein bisschen selbstbewusster sein und sich denken, naja, dann spiele ich halt später wieder. Ich kann vielleicht die digitalen Medien jetzt natürlich für mich nutzen. Ich wollte zu niemandem sagen, Streaming ist fürchterlich, don't do that. Ich meine, das Internet ist ein großer Teil von unserem Leben. Und natürlich ist es auch eine Möglichkeit, sich zu präsentieren, zu jeder Zeit. Ich meine, wir präsentieren uns ständig in den sozialen Medien. Aber man muss jetzt nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt jeden Tag
ununterbrochen den Leuten was anbieten und was versuchen, weil es, also für mich persönlich ist es so, das ist dann so zwischen, ich finde, es wirkt manchmal tatsächlich ein bisschen verzweifelt, ja. Was vielleicht noch nicht mal schlimm ist, weil wirklich viele auch verzweifelt sind. Ja. Aber ich wollte einfach einen Diskurs anregen oder eine Überlegung für die Leute, dass sie sich Gedanken darüber machen, wie sie so ein Medium wie Facebook hauptsächlich oder natürlich auch Instagram Live oder wo man sich darum treibt, nutzt und dass es auch Möglichkeiten gibt, wenn man das aus finanziellen Gründen macht, das auch für sich ein bisschen besser zu nutzen. Heißt es, dass dieser Gedanke, dass man unbedingt präsent sein muss, in welcher Hinsicht auch immer online, dass das so ein bisschen von der Angst getrieben ist, vergessen zu werden, dass wenn dann die Krise vorbei ist, dass keiner mehr an einen denkt. Ich meine, du hast gerade gesagt, Wolfgang Haffner wird sicherlich nicht vergessen werden, der wird dann eben im nächsten Jahr auf Tour gehen. Ja. Aber ist das tatsächlich die Angst, die viele Musikerinnen und Musiker haben, was ja vermutlich, denke ich zumindest, damit zu tun hat, dass eben Musiker nicht die Großverdiener sind in der Regel. Die Künstlersozialkasse hat jetzt gerade wieder die Durchschnittsdaten bekannt gegeben, dass ein Musiker, ich glaube, 14.000 Euro brutto im Jahr. Ich habe es auch gesehen. Musikerinnen, glaube ich, sogar noch weniger, 12.000. Ja. Was jetzt natürlich wegbricht von einem auf den anderen Tag. Also ist es die Angst wahrscheinlich, die damit einhergeht, dass neben der wirtschaftlichen Lage dann in Zukunft vielleicht dann, dass es trotzdem nicht besser wird, auch wenn es wieder erlaubt wäre. Ja, ich glaube, da treffen natürlich sehr viele unterschiedliche Lebensrealitäten auch von Musikern gerade in dieser Diskussion aufeinander. Ich meine, klar, also tragisch genug, wenn man diese Zahlen bei der KSK sieht. Ich habe das auch gesehen. Und natürlich gibt es im Musikbereich wie im ganzen Kunstbereich eine sehr große Spannbreite. Ich meine, da ist eine sehr dünne Schicht ganz oben, eine sehr große ganz unten. Und es gibt ja auch ganz viel so mittendrin. Und das ist vielleicht jetzt auch nicht jeder in der KSK. Aber unabhängig davon, glaube ich, es ist nicht bei allen, also es mag bei manchen wirklich Verzweiflung sein oder Angst, dass man vielleicht jetzt gerade, weiß ich nicht, es gibt mit Sicherheit auch Leute, die vielleicht jetzt zum ersten Mal ein Album rausgebracht hätten, jetzt die erste Tour gespielt hätten und die dann sagen, aber wie kann ich das denn jetzt umbuchen, was muss ich denn jetzt machen? Weil dieser ganze Booking-Betrieb ist ja, wenn ich jetzt mal für meinen Jazzbereich spreche, in dem ich ja tätig bin, ist ja sehr oft in Hand der Künstler selbst. Es ist ja so, ist es nicht der Regelfall bei uns, dass uns eine Booking-Agentur vertritt, das gibt's. Aber es gibt auch viele, die das alles selber machen. Und dieses ganze Organisatorische, was dahinter steht, sehen die Leute oft nicht. Das ist auch in Ordnung, weil das muss man ja nicht mitpräsentieren die ganze Zeit. Aber natürlich stehen diese Überlegungen auch dahinter. Und ich glaube, dass für einen großen Teil der Leute, die jetzt sehr viel posten und sehr viel auf digital gehen, aber auch eher der Gedankengang zählt, die Leute sind jetzt alle im Netz, weil alle wahnsinnig viel Zeit haben. Die können mich jetzt sehen, vielleicht habe ich eine Chance, dass noch mehr Leute auf mich aufmerksam gemacht werden. Das ist auch völlig legitim und ich meine, dafür nutze ich die sozialen Medien ja selbst seit Jahren und ich wollte auch in keinster Weise den Leuten sagen, macht das nicht mehr. Aber ich finde, im Moment wirkt es ein bisschen so, als ob ganz viele Leute zum Teil ein bisschen unüberlegt durcheinander reden. Und Ich finde, man könnte dann eher die Zeit jetzt, die ja auch noch eine Weile gehen wird, es ist ja nicht so, dass das jetzt für uns nächste Woche wieder vorbei sein wird, eher versuchen, ein bisschen, vielleicht ein bisschen vorausschauender für sich zu nutzen. Und natürlich sendet man auch in irgendeiner Weise ein kulturpolitisches Signal nach außen. Also ich möchte jetzt nicht so sehr auf diese Soforthilfediskussion eingehen, weil das ist nochmal was anderes, was natürlich auch damit zu tun hat. Aber wenn man, also wir werden ja sehr selten überhaupt in den Diskursen erwähnt, auch in den politischen. Es ist dann immer so, ja, und was ist eigentlich mit den Künstlern? Und allen ist klar, dass wir auch irgendwie da sind. Keiner weiß so genau, was wir machen und wie wir eigentlich unser Geld verdienen, ob wir überhaupt Geld verdienen und wie das eigentlich alles funktioniert. Und da ist dann immer so diese Nebensätze, ja, die machen das schon irgendwie, die sind es ja gewöhnt, dass sie nicht viel Geld zur Verfügung haben. Und da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, was man eben damit für Signale nach außen setzt, wenn man dann einfach sagt, ja, kein Problem, mache ich jetzt trotzdem alles einfach so weiter.
Ja, das ist, glaube ich, genau so eine gefährliche Sache dann an diesem Streaming, dass viele Leute eben denken, sie kriegen diese Kunst und die Kultur und die Musik kostenlos, dass sie vielleicht dann nach der Corona-Krise immer noch denken, sie würden es kostenlos bekommen. Könnte ich mir vorstellen, dass das die gefährliche Geschichte daran ist für die Künstler. Oder? Das ist natürlich auch einfach ein ganz anderer, also ich für mich unterscheide ganz klar zwischen digital und zwischen realen Konzert, und ich glaube, das tun fast alle meine Kollegen, und ich glaube auch, das tut fast jeder der Konsumenten, weil die Leute natürlich einen Unterschied bemerken, ob sie sich ein Video ansehen von einem Künstler, der irgendwo alleine in einem Raum steht oder vielleicht in seinem Wohnzimmer, wo sie sich vielleicht noch kurz denken, ah cool, so lebt er also, das ist ja auch manchmal ganz spannend, hat man ja jetzt auch bei dem internationalen großen Konzert mit Lady Gaga und Elton John vor ein paar Tagen gesehen, da hat man auch gesehen, Elton John hat sich einen Flügel in den Garten schieben lassen. Der wollte vielleicht auch nicht, dass die Leute sein Wohnzimmer sehen, ist auch okay. Aber dieses Streaming-Angebot, wenn das nicht über Paywalls läuft oder über vorher gesetzte Zugangsmaßnahmen, ist es ja auch so, als würde man zum Teil Konzerte spielen, die alle gleichzeitig stattfinden, und die Zuschauer gehen mal kurz 3 Sekunden hier rein, dann gehen sie kurz da rein. Und das hat ja auch nicht viel mit realen Konzerten zu tun, weil wenn ich ein Konzert spiele, ist das ja für mich, also für mich ist das das Schönste, was ich machen kann, auf der Bühne meine eigene Musik zu spielen. Und die Leute, für Leute ist es ja auch was Besonderes, auf ein Konzert zu gehen. Man nimmt sich das am Abend vor, man kauft sich eine Eintrittskarte, jetzt mal unabhängig davon, wie viel die kostet. Das gibt es ja auch in völlig normalen Preiskategorien und in sehr teuren, je nachdem, wo man da hingeht. Aber das ist was, wozu man sich bewusst entscheidet, worauf man sich freut. Und ich möchte den Leuten jetzt nicht abreden, dass sie sich nicht drüber freuen, im Internet Musik zu hören. Aber ich finde, es wird manchmal ein bisschen beliebig durch diese zu einfachen oder zu selbstverständlichen Zugänge. Und dass man sagt, ja, guck halt mal kurz rein, wenn du willst, spende ein bisschen. Wenn du nicht willst, dann nicht. Und ich finde, man kann schon auch als Künstler in Anspruch nehmen, das Publikum da ein bisschen mitzuerziehen. Weil ich finde auch gerade ein Medium wie Facebook wird oft sehr, sehr unhinterfragt genutzt, was das eigentlich ist, was das macht, wie selbstverständlich das von Künstlern verlangt, Content zu erstellen, zur Verfügung zu stellen, gratis zur Verfügung zu stellen. Ich meine, wir hatten ja erst vor Jahren noch diese ganze Urheberrechtsdiskussion mit YouTube. Ja. Genauso könnte man zu Facebook sagen, hier sind doch die gleichen Videos, warum werden die denn nicht bezahlt? Facebook zahlt ja noch nicht mal Steuern bei uns. Mhm. Also da könnte man diese Diskussion könnte man sehr groß weiterführen, und ich finde, eben dieser Post, den ich da irgendwie ausgelöst habe, steht stellvertretend für so vieles andere, was im Musikbereich immer so ein bisschen schwammig alles ist. Und genauso, ich habe das Gefühl, ganz viele Leute haben mir vorgeworfen, dass ich offensichtlich nur an Geld interessiert bin und das nur deswegen poste. Und also ich meine, ich lebe ja auch davon, also soll ich jetzt sagen, ich mache so gerne Musik, ist mir egal, ob ich meine Miete nicht mehr bezahlen kann. Das ist ja totaler Schwachsinn, das würde niemand anderes, das würde man zu niemandem sagen. Und da ist immer so dieser Kunstbegriff, so dass Kunst nur um ihretwegen existiert, das ist ja alles schön und gut. Und Kunst ist natürlich was viel Größeres, Unkonkreteres als viele andere Dinge, aber trotzdem verdienen Menschen ihr Geld damit und sehen das auch als Unternehmen, und das darf man den Leuten nicht ankreiden. Und du hast ja in dem, ich weiß nicht genau, in dem Posting oder zumindest in den Diskussionen, die darauf folgten, hast du es ja auch, glaube ich, erwähnt, dass ein Weinhändler beispielsweise wird ja auch nicht seinen Wein verschenken, nur weil er Spaß dran hat, ja, Winzer zu sein oder Wein zu verkaufen. Ich glaube, das ist so eine Sache, wo man dann den Leuten einfach auch ja, klar machen muss, dass Kultur zwar nichts zum Anfassen ist in dem Sinne, aber natürlich trotzdem einen Wert hat, was viele dann merken in dem Fall. Ich glaube, ich habe den Bäcker genannt und nicht den Weinhändler, sonst meinen wieder alle, dass wir Musiker jetzt gerade eh nur am Trinken sind, aber ich hätte auch den Weinhändler nennen können. Und selbst da kamen dann viele Reaktionen, die gesagt haben, ja, aber es gibt ganz viele, die gerade auch gratis Essen kochen und das an Bedürftige verteilen. Und das sind ja auch das sind völlig unterschiedliche Realitäten. Ich bin die Letzte, die nicht auf Charity-Veranstaltungen spielt. Ich finde das total wichtig, und das ist von mir und sehr vielen Kollegen ein großer Teil unserer Arbeit und auch, also ich finde auch ein sehr schöner Teil. Und ich sage auch nicht, dass Leute, die sehr viel Eintritt für ein Konzert bezahlen, das
auch deswegen mehr zu schätzen wissen als Leute, die vielleicht sich das gar nicht leisten können oder nur sehr wenig zahlen. Aber es ist ja jetzt ein Unterschied. Also man muss ja auch von der Realität jetzt auch gehen. Kein Restaurant wird jetzt sagen, wir können jetzt auch einfach mal ein halbes Jahr die Leute gratis versorgen. Und es ist auch nicht so, mir haben dann auch Leute geschrieben, ja, du hast doch aber im Vergleich zu einem Bäcker überhaupt keine Materialien, die du benötigst und du kannst doch jetzt einfach Musik machen. Du hast doch alles, was du brauchst. Und da muss ich dann aber auch dem entgegnen, ich habe für mich alles, was ich brauche, ja, das ist richtig, aber ich bin gerade in der nächsten CD-Produktion, ich stecke da sehr viel Geld rein, was ich natürlich auch über meine Auftritte generiere. Ich habe Musiker, die ich bezahle, die ich auch für die CD-Aufnahme bezahle. Ich habe Videos, die ich zum Teil mache, zum Teil machen lasse. Ich muss genauso meine Versicherungen bezahlen, ich muss in meine Rente bezahlen. Das Ganze, womit ihr euer Leben bestreitet, habe ich auch. Nur weil ich zu Hause Saxophon spielen kann, was ich toll finde und was ich auch gerne mache, heißt das nicht, dass deswegen meine ganze Alltagsrealität nicht da ist. Also ich bin wirklich erstaunt, was für eine Vorstellung die Leute manchmal davon haben, was man als Musiker so machen würde den ganzen Tag. Also würdest du schon sagen, dass diese Online-Geschichte, also jetzt Wohnzimmerkonzerte, Streaming, ja, etc., das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert sozusagen. Also einerseits ist es natürlich gut, um auch im Gedächtnis zu bleiben bei den möglicherweise später dann zahlenden Kunden, aber eben auch, dass man eben nicht zu viel von sich preisgeben darf. Also man darf einerseits ja sich man muss sich ja präsentieren, man muss sich vermarkten, aber eben ja bis zu einem gewissen Maß, weil man ja auch eben davon leben muss. Das heißt, es ist eine Veränderung, ist nicht ganz einfach vermutlich. Ja, es ist also ich finde, man im Jazzbereich als Musiker, es ist schön, wenn man sich nur um den musikalischen Aspekt Gedanken machen kann und den Rest jemand anderes macht, aber es ist bei vielen nicht die Realität. Also wenn ich mir Künstler anschaue, die eben im Konzertbetrieb stattfinden und regelmäßig touren, das Ganze, was damit zusammenhängt, muss ja jemand machen. Und eben, wie gesagt, nicht jeder hat ein Management und eine Booking-Agentur. Und das fällt einem ja nicht zu. Es ist ja nicht so, dass die Booker in den Clubs den ganzen Tag im Internet stöbern und sich denken, wen könnte ich denn noch anschreiben, der bei uns doch spielen könnte. Die werden ja eh zugeschüttet mit Bewerbungen noch und nöcher. Aber eben natürlich ist das Internet und sind die sozialen Medien großartig dafür, das als Werbung für sich zu nutzen. Man würde aber ja sonst, ich würde ja jetzt auch nicht im Jahr 200 Konzerte in Hamburg spielen, weil die Leute wahrscheinlich nicht 200 Mal kommen würden. Also ich meine, es wäre schön, aber das ist ja auch unrealistisch. Also ich finde, man kann das im Moment dafür nutzen, sich die digitalen Medien noch mehr zu eigen zu machen, sich aber dann als Musiker natürlich auch Gedanken darüber machen, wie man das umsetzt und wie man das tontechnisch auch umsetzt, was ja wieder eine andere Wissenschaft für sich ist. Weil ich würde ja auch nicht einfach in einem Club spielen, hinfahren, mich vorher nicht erkundigen, was da für eine Technik steht und dann sagen, das klang jetzt irgendwie komisch, aber ist eigentlich egal. Also weil dafür, ich meine, wir nehmen ja auch alle CDs auf, wo wir uns sehr große Mühe geben, das klanglich so zu verpacken, dass das irgendwie ansprechend für die Leute ist. Ja. Und natürlich, wie gesagt, auch da dem Publikum ist schon bewusst, dass dann zum Teil man zu Hause jetzt nicht das ganze tontechnische Equipment hat wie in einem Club. Aber ich möchte jetzt auch nicht, dass die Leute sich, also oder ich fände es komisch, mich selbst daran zu gewöhnen, mir im Internet was anzuschauen, was klanglich unter der Qualität ist, die ich mir sonst anhöre. Weil ich meine, man könnte ja genauso gut den Leuten sagen, hey, wir haben alle schon so viele Platten gemacht, das ist alles da, das ist auch jetzt immer noch da, egal ob ihr einen CD-Spieler habt oder nicht, das gibt's auf CD, auf Vinyl, das gibt's zum Streamen. Hört euch das doch einfach mal an. Auch das habe ich ja dazu geschrieben. Regt doch die Leute dazu an, eure Produkte zu konsumieren, zu erwerben und so die Künstler zu unterstützen. Aber was ich auch noch zu dem Ganzen sagen muss, ist, dass natürlich in dieser Diskussion gerade auch sehr viele Musiker aufeinander getroffen sind, die auch im realen Konzertbetrieb ohne Corona-Shutdown in sehr unterschiedlichen musikalischen Lebensrealitäten stattfinden. Es gibt natürlich Leute, die sonst Straßenmusiker sind und damit total zufrieden sind, damit ihr Geld verdienen und die jetzt sagen, naja, kann ich ja genauso im Internet spielen und die Leute paypalen mir Geld. Das möchte ich denen auch in keinster Weise abstreiten. Mir ging es tatsächlich um einen anderen Bereich, aber natürlich wir sind da gerade alle im gleichen Diskussionsraum zusammen und genauso wie ich
diesen Leuten nicht vorschreiben möchte, was sie zu tun haben, würde ich mir dann manchmal wünschen, dass die aber auch sehen, in welcher Lebensrealität ich und meine Kollegen, die halt Touren in Jazzclubs spielen, sind. Ja, ist das auch so ein bisschen, dieses Posting, so ein bisschen ein Weckruf, ja, selbstbewusster zu sein, selbstbewusster mit seiner Musik, mit seinem Produkt umzugehen und ja, zu merken, dass man es nicht verschenken muss, damit es die Leute hören? Das fände ich schön, wenn es dazu dienen würde. Und auch das streift ja sehr viele andere Themen an, mit denen wir uns sonst auch beschäftigen müssen. So, für wie viel Geld ist man bereit zu spielen, wenn man überhaupt in den Festgagenbereich kommt? Es gibt ja ganz viele Clubs, die können, wollen, machen das nicht. Also auch das schneidet jetzt sehr viele andere Themen noch an, aber die eben auch da alle reinzählen. Also wenn man sich, für wie viel Geld bin ich bereit, mich auf die Bühne zu stellen? Wenn man in den kommerzielleren Sektor geht, in den Eventbereich, Messeveranstaltungen, private Veranstaltungen, ab wie viel ist die Gage okay? Da gab es vor ein paar Jahren auch schon öfter unter Musikern Diskussionen, dass man so eine Art Mindestgage intern mal festlegt. Aber man findet auch immer jemanden, der es trotzdem noch günstiger macht. Ich meine, das gibt es in jedem Bereich. Wenn man sich Maihammer anschaut, das ist dafür da, dass Leute sich unterbieten im Preis. Und sowas gibt es natürlich im Musikbetrieb genauso. Und ich kann da natürlich auch nur von meiner Erfahrung ausgehen und von dem ganzen Booking, das ich gemacht habe in den letzten fast, ich meine, ich mache das jetzt auch irgendwie seit... Das Top-Ergebnis im Internet sagt dazu... Mein Handy spricht mit uns. Von den letzten Jahren, die ich Booking gemacht habe und Konzerte gespielt habe. Und meiner Erfahrung nach ist es so, dass man wie in anderen Berufen auch, also ich meine, wir bekommen selten von jemandem extern eine Gehaltserhöhung angeboten. Wir müssen dasselbe ab einem bestimmten Punkt beschließen, was wir glauben, dass das wert ist. Und dann müssen wir, also was heißt müssen, dann können wir versuchen, in eine Verhandlung zu gehen mit der Person, die dafür bereit ist, Geld auszugeben. Und wenn ich an einem bestimmten Punkt sage, ich habe jetzt so und so viel schon eingesetzt und so viel Zeit damit verbracht, ich finde, meine Gage sollte jetzt das und das sein, dann kann ich das sagen. Wenn jemand sagt nein, sagt er nein. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute das durchaus verstehen, dass das eine Entwicklung ist, die es in anderen Bereichen genauso gibt. Und dieses Ganze, da spielt auch wieder mit rein, dass man eben, dass man oft das Gefühl hat, ja, aber Kunst darf nichts mit Geld zu tun haben. Doch, totaler Quatsch. Wie soll man das? Dann kann man als Künstler ja per se nicht davon leben. Deswegen, man muss sich auch manchmal einfach trauen, zu sagen, das hat diesen Wert, den hat es für mich und ich fordere den ein. Ob es dann funktioniert, ist eine völlig andere Geschichte, aber das ist ja in jedem Bereich so. Aber ich fände das schön, wenn manche Kollegen einfach sich selbstbewusster trauen, da was einzufordern. Generell nochmal zum Thema online, weil ja jetzt natürlich viele, viele Musikerinnen und Musiker online aktiv sein müssen, Dinge machen wahrscheinlich, die sie vor ein paar Wochen im Entferntesten überhaupt nicht überlegt haben, machen zu können. Was würdest du sagen, ist diese Krise, wo man jetzt eben gezwungen wird, online was zu machen, in der Hinsicht auch, positiv natürlich nicht, aber ist zumindest ein Anstoß, dass man aktiver wird, um sich Gedanken darüber zu machen, über online? Na klar, auf jeden Fall. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass ein großer Teil von diesen Online-Aktivitäten auch direkt wieder wegbricht, wenn man wieder spielen kann, weil für viele natürlich der Anreiz, Musik zu machen, auch aus dem direkten Kontakt mit dem Publikum kommt, was ja eine ganz andere Energie entstehen lässt, als wenn man jetzt zu Hause was aufnimmt. Aber trotzdem gibt einem der digitale Bereich ja auch Möglichkeiten, sich in einem viel größeren Radius bemerkbar zu machen. Ich meine, ich kann hier ein Video posten und jemand in New York kann sich das angucken. Das konnte man zu jeder Zeit schon als Chance sehen. Das haben bisher manche nicht genutzt, weil sie es nicht wollten, nicht für nötig gehalten haben, warum auch immer. Also auch das ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber ich fände das im Moment natürlich angebracht, sich da Strategien zu überlegen oder dann halt mal jetzt zu Hause ein paar überlegte Videos zu machen und die mal zu posten. Es ist ja nicht so, dass ich nie Videos posten würde,
Wollte ich gerade fragen, was konkret unternimmst du momentan eben? Ganz eingangs haben wir ja gesagt, Homeoffice ist sowieso schon ein Teil, den du ohnehin schon, ja, oder den Musiker ohnehin schon sehr viel machen. Was machst du in der momentanen Phase anders, als du vielleicht vorher gemacht hast oder vermehrt jetzt? Also vermehrt, ich meine, wir arbeiten nach wie vor an meinem Album, weil die Sachen, die wir schon aufgenommen haben, können wir natürlich auch mischen, geht ja auch so, da muss ich jetzt nicht irgendwo dafür hin. Ich habe für Yamaha tatsächlich gerade ein paar Videos gemacht, was aber eben, ich bin ja bei Yamaha auch unter Vertrag und arbeite mit denen und die haben jetzt auch ihre Yamaha-Artists gebeten, dass man irgendwie einfach mal sagt, was man gerade so übt und was man so macht, aber eben das ist eine Kooperation mit denen. Ich mache tatsächlich gerade ein paar Demos für Anfragen, dass ich, also ich, das ist ja auch was immer mal wieder kommt, dass externe Leute kommen und sagen, ah, wir hätten sie gerne irgendwie privat und so und können sie uns da irgendwie was zuschicken. Und ich habe ja ganz viel Videomaterial auch von meiner Band über die Jahre gesammelt und ich schneide da gerade viel zusammen und mache da ein bisschen, verschaffe mir einen Überblick, was ich da alles habe an Foto und an Videomaterial. Ich schreibe weiter an Stücken und genieße es natürlich auch sehr, dass ich da die Zeit habe. Ich meine, ich habe ich war die letzten 3 Jahre tatsächlich sehr wenig zu Hause und jetzt an sich find ich, kann ich auch gerade sehr viel nacharbeiten, was da liegen geblieben ist. Und natürlich, klar, ich hatte jetzt auch schon ein paar Anfragen, ob ich Online-Unterricht geben möchte. Die Option gibt es natürlich auch, da muss man dann natürlich gucken, ob man das tontechnisch so geregelt bekommt, dass es irgendwie sinnvoll ist, weil man natürlich auch nicht alle Feinheiten im Ansatz und so vielleicht zwingend sieht. Aber das muss ich jetzt auch mal mir überlegen, weil da jetzt sich ein paar Leute gemeldet haben, die das möchten. Aber eben klar, den ganzen künstlerischen Bereich, den ich sonst viel alleine zu Hause erledige, kann ich jetzt natürlich weitermachen. Und ich hatte auch schon Anfragen, jetzt eben auch ein Konzert zu streamen oder da auch für Charity-Projekte, ob ich da wo mitspielen möchte. Das muss ich mir jetzt alles mal angucken. Aber ich halte das jetzt auch nicht für ausgeschlossen, dass ich bei so einem Streaming-Konzert irgendwie auftreten würde. Das hatte ich ja auch nicht, war ja auch nicht Zweck meines Posts, das so zu verteufeln, wie das manche verstanden haben. Aber ich muss auch noch einige Konzerte verschieben tatsächlich. Wir sind auch gerade mit Veranstaltern in Kontakt, die halt jetzt auch die nächsten Monate stattgefunden hätten oder dadurch, dass der Termin jetzt noch nach hinten gelegt wurde, also bis Ende August mit den Großveranstaltungen, wobei ja oft auch noch nicht klar ist, ob man dann jetzt gerade in der Großveranstaltung damit ist oder nicht. Ist noch nicht so ganz geklärt. Ja. Da ist viel Organisatorisches einfach, was ich gerade einfach noch machen muss. Deswegen sitze ich auch viel am Computer nach wie vor. Du hast gerade schon angedeutet, bis Ende August sind Großveranstaltungen jetzt erstmal untersagt, wobei da die noch nicht genau geklärt ist, was jetzt groß heißt, ob das Open-Air-Veranstaltungen nur sind, die im Stadion stattfinden oder Clubkonzerte im Jazzclub, ob sowas dann auch darunter fällt. Wird man wahrscheinlich in den nächsten Wochen mitbekommen, wie es aussieht, wie die Änderungen da vonstatten gehen. Aber du richtest dich jetzt erstmal darauf ein, dass du bis in den Sommer hinein nicht auf Bühnen stehen darfst. Oder? Ich gehe davon aus, weil ich meine, es ist ja auch, wenn jetzt jemand sagen würde, okay, warum auch immer dürfen jetzt in 2 Wochen auf einmal doch wieder Konzerte stattfinden, das bedarf ja einem Vorlauf im Kulturbetrieb. Das bedarf Werbung, Planung, Reisebuchungen, Hotelbuchungen. Wir können nicht einfach, wenn jetzt jemand sagt, du darfst morgen wieder spielen, morgen sind aber keine Konzerte, weil die wurden alle abgesagt. Also das bedarf einer gewissen Planung, Konzerte zu spielen und Events zu planen. Ich meine, im Jazzbereich, klar, wir machen uns auch Gedanken, ob jetzt ein Jazzclub mit 150 Plätzen eine Großveranstaltung ist, wage ich jetzt mal persönlich zu bezweifeln. Trotzdem muss man sich natürlich über die Durchführbarkeit und über die Maßnahmen Gedanken machen, weil die Leute natürlich oft sehr eng beieinander sitzen. Aber ich gehe davon aus, dass das alles passieren wird. Ich meine, ich möchte auch gerade nicht in der Rolle der Politiker stecken, weil das einfach gerade so ein riesiger Apparat ist, der da zu bewältigen ist. Und es sind einfach quasi fast alle davon in irgendeiner Form betroffen. Und es wird ja jetzt auch schon Stand heute im Künstlerbereich ein bisschen nachgebessert mit den Soforthilfen, weil das hier durchaus jetzt hoffentlich erkannt wird, dass unser Lebensunterhalt zum Teil auch unsere Betriebskosten sind, weil wir zu Hause arbeiten und so weiter, diese ganzen Themen. Aber
Jazz-Festivals, die größer sind, wo auch ein paar auf dem Plan gestanden hätten, gehe ich nicht davon aus, dass das in der ersten Jahreshälfte passieren wird. Du bist auch keine Virologin, aber was würdest du einschätzen oder was ist so dein Gefühl, wann es wieder losgeht? Oder ist das komplett blank sozusagen, weil man es einfach nicht weiß und einschätzen kann? Das ist schwierig und ich möchte da jetzt auch mit meinem Halbwissen nicht, natürlich hat jeder irgendwie einen Eindruck davon. Ich meine, ich kann nur sagen, dass der Konzertbetrieb immer mit Planungsvorgängen verbunden ist. Und ich meine, viele internationale Touren, die jetzt irgendwann dieses Jahr noch stattgefunden hätten, wären schon jetzt auf nächstes Jahr gebucht. Was ja dann wiederum bedeutet, dass da Spielzeiten und Spielkalender schon voll sind für Touren, die dann vielleicht auch andere Leute in dem Zeitraum gebucht hätten. Was dann wiederum bedeutet, dass ich mich für manche Sachen vielleicht auch erst für 2022 überhaupt wieder bewerben kann. Und das wird im Veranstaltungsbereich, denke ich, schon einen ziemlichen Rattenschwanz noch hinter sich herziehen. Ich hoffe, dass vielleicht in der zweiten Jahreshälfte kleinere Veranstaltungen wieder erlaubt sein werden. Lass mich gerne überraschen, dass dann doch Wege gefunden werden, in größerem Maße was zu machen. Was den Eventbereich angeht, wo ja viele, viele Musiker auch tätig sind, auf Messen zu spielen zum Beispiel. Und da wird ja jetzt schon sehr viel auch für das restliche Jahr abgesagt. Und eben auch solche Messen sind ja Veranstaltungen, die auch sehr international sind und die mit internationalem Reiseaufkommen zu tun haben und mit sehr großen Vorläufen, sehr langer Planung. Da bin ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Und auch in Gesprächen mit Kollegen gehen wir nicht davon aus, dass das dann irgendwie ab dem 1. September auf einmal alles wieder läuft, sondern dass natürlich auch bei vielen Firmen, die uns dann buchen, finanzielle Engpässe entstehen, die sich dann auch noch länger hinziehen werden, sodass die sagen, wir können zwar jetzt wieder arbeiten, aber wir können jetzt keine große Party schmeißen. Deswegen muss man jetzt, glaube ich, noch ein bisschen abwarten. Also ich, wie gesagt, ich kann da auch nur vermuten und hoffen und irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen. Okay, ich glaube, die Hoffnung verbindet uns alle, dass es bald wieder losgeht, dass man raus darf. Gut, raus darf man ja, man darf es ja in Bayern zumindest jetzt wieder mit einer Person treffen, die nicht zum eigenen Hausstand gehört. Das ist ja zumindest immer eine Erinnerung. Das hat noch nichts mit Konzerten zu tun, logischerweise. Aber die Hoffnung haben wir natürlich alle, dass es irgendwann aufwärts geht und damit natürlich dann auch irgendwann wieder Konzerte und auch Großveranstaltungen möglich sein werden. Ich bedanke mich ganz herzlich. Viele Grüße nach Hamburg. Alles Gute weiterhin. Bleib gesund. Das ist immer das Wichtigste, trotz allem sozusagen. Und ich hoffe, dass wir dann uns das nächste Mal, wenn wir uns sehen, dass das vielleicht dann face-to-face und vielleicht am Rande eines Konzertes sein kann. Das war schön. Vielen Dank. Schönen Gruß nach Hamburg. Ebenfalls. Tschüss. Tschüss.